einen Sturm auf. Ich muss... Oh, hier bist du. Die Pferde sind bereit. Ich auch. Wollen wir los? Hör mal, ich hoffe, meine Schwester hat doch keinen Mist erzählt, oder? Nein. Außer, dass du in mich verknallt bist. Was? Aber sie sollte doch... Außerdem bin ich nicht... Natürlich bist du... Aber... Ach, weißt du, reiten wir los. Du hast es eilig und es wird bald dunkel. So eilig habe ich es gar nicht. Das war dein erster Kuss, oder? Natürlich nicht. Ja, mein erster. Wir haben nicht viel Zeit. Aber ein paar Dinge kann ich dir noch zeigen. Lauft um euer Leben! Bleib hier! Ich komme alleine klar. Du weißt, wenn du wütend gemacht hast? Was war das? Die wilde Jagd. Ragnarok. Das Ende der Welt. Nein, noch nicht. Aber ich muss weg. Sie sind wegen mir hier. Schnell, sitz auf. Ich zeig dir den Weg zum Felsen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Dank mir, wenn wir sicher ankommen. Los jetzt. Vorsicht! Reite, Ciri! Nicht umsehen! Schneller, schneller! Sie holen auf! Die wilde Jagd. Rack. Nein, noch nicht. Schnell, sitz auf. Ich zeig dir den... Bleib hier. Kümmere dich um Astrid und eure Mutter. Später. Wenn ich sicher bin, dass du es schaffst. Los! Los!
Vorsicht! Reite Ciri, nicht umsehen! Schneller, schneller! Sie holen auf! Was ist aus dieser Kreatur geworden? Wo ist sie? Halt! Tut weh! Wo? Sie war mein Donas. Aber er hat sie verkauft. An wen? Weiß nicht. Geh jetzt! Sag's ihnen! Wasch meinen Namen rein! Verschwinde, sag ich! Was ist denn mit dem Garten passiert? Er ist verwelkt. Ich sagte ja, der Zauber braucht viel Energie. Du wusstest, dass das passieren würde, oder? Hieltest du es nicht für erwähnenswert? Nein, ich wusste, du würdest protestieren. Dein Sinn für Anstand ist hinreißend, aber manchmal auch lästig. Yen, geht es dir gut? Jetzt ja. Der Zauber... Stell dir vor, du hättest Kakerlaken im Mund. Oder würdest in Jauche schwimmen. So etwa fühlt er sich an. Du hättest etwas Mitgefühl zeigen können mit dem Jungen. Das war kein Junge, Geralt. Es war ein Haufen verrottendes Fleisch, das durch meine Magie gesprochen hat. Nicht nur gesprochen, sondern auch geheult vor Schmerzen.
Ich weiß, dass es echt aussah, aber es war kein Mensch mehr, verstehst du? Geralt, ich weiß, wir müssen reden. Aber nicht hier, ja? Ich will hier keinen Moment länger bleiben. Der Garten! Unser Garten! Wie konntet ihr nur? Wir helfen euch und ihr... Unfassbar! Ganz ruhig. Wage es nicht, mich zu beruhigen. Wir haben jedes Recht, wütend zu sein. Rasend! Dafür werdet ihr bezahlen. So, weiter geht's. Telefon klingelt natürlich wie immer in der falschen... Wir hatten keine Wahl. Wir hätten nie erfahren, was mit unserer... Glaubt ihr wirklich, das wäre eine Rechtfertigung? Dass eure Jagd nach einer fremden Frau euch das Recht gibt, unseren Garten zu zerstören? In euren Augen bestimmt nicht. Ich werde überall auf den Skelligen verkünden, was ihr hier getan habt. Halt, das hab nur ich getan. Geralt wollte mich aufhalten. Ich wollte nicht hören. Ich hätte es wissen müssen. Man hat mich vor dir gewarnt. Zauberin! Niemand soll dir die Tür öffnen. Niemand deinen Hunger stillen. Niemand deine Wunden versorgen. Yen, das hättest du nicht tun müssen. Aber ich wollte es. Ich will nicht drüber reden. Konzentrieren wir uns auf das, was Fjall gesagt hat. Der Schlüssel zu Ciri ist dieses widerliche Ding, das Fjall am Stand gesehen hat, glaube ich. Weißt du, ich habe jemanden gesehen, der ganz ähnlich aussah. Wo denn? In Velen, in einer Burg, in der bis vor kurzem ein selbsternannter Baron geherrscht hat. Jetzt hat dort seine rechte Hand das Sagen. Feldwebel Ardal. Dann geh hin und hol sie. Egal wie. Kauf sie. Entführ sie. Das Ding ist eindeutig verflucht. Geistig völlig von der Rolle. Kein normales Gespräch wird möglich sein. Jammern hilft nichts. Alles wird gut. Ein Fluch? Bitte. Das ist doch für eine Zauberin und einen Hexer kein Hindernis. Sag mir, meinst du, dass... Nein, schon gut. Viel haben wir nicht erfahren. Obwohl wir sicher sein können, dass Ciri nicht mehr auf den Skelligen ist. Und auch nicht in Velen oder Novigrad. Sie ist verschwunden. Schon wieder. Vielleicht sollten wir nochmal durchgehen, was wir erfahren haben. Uns könnte ein wichtiger Hinweis entgangen sein. Ich hoffe, dass das so ist. Ich möchte wirklich wissen, in was sie hineingeraten ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir holen sie da raus. Gesund und munter. Versprochen. Du wolltest mich was fragen. Was war es? Sag mir, glaubst du, dass dieses Ding möglicherweise Ciri ist? Nein. Dass sie vielleicht verflucht wurde? Darüber will ich gar nicht nachdenken. Geralt, wir müssen. Vielleicht ist sie es. Soweit ich weiß, hat sie in Novigrad versucht, einen mächtigen Fluch zu brechen. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, kann ich einpacken. Wir müssen tun, was wir können und sehen, was passiert. Nein. Denn war die ja schon vor unserer Nase, wenn sie das wirklich sein sollte. Ciris Spur in Skellige. Wir sind ihr gefolgt und haben die Möglichkeiten ausgeschöpft. Vielleicht ist es Zeit, aufs Festland zurückzukehren. Vorher, da ist noch etwas, etwas Wichtiges. Was denn? Treffen wir uns in Larvik, in der Kriegerhalle. Reden wir dort. Ich wollte jetzt eigentlich mal langsam die ganzen Udvik-Kacke und sowas machen. Gut. Bis bald in Larvik. Danke. Dafür. Und für deine Hilfe im Garten. Ohne dich hätte ich's nicht geschafft. Das war doch nichts. Geralt, du kennst mich. Ich lobe selten. Aber wenn, dann meine ich's ehrlich. Er ist so ein bisschen stolz, glaube ich, auf sich. So wie sein Lachen eben aussah. Der mysteriöse Elf.
Jennifer von Wengerberg. Uma. Ah, diese scheiß Erklärung, das habe ich doch schon mal gehabt heute. Wir haben noch keinen gelesen, aber Uma interessiert mich jetzt. da. Uma. Zunächst. Wenn wir uns den richtig angucken, der hat auch Ciris Handschuhe an, oder? Alter, das kann doch nicht sein. Zunächst hielt Geralt nicht viel von dem missgestalteten Zwerg, den er am Hof des blutigen Barons vorfand. Als er jedoch erfuhr, dass ein ähnlich deformiertes Wesen in genau dem Boot in Skellige gestrandet war, in dem kurz zuvor Ciri und ihr mysteriöser Begleiter davongesegelt waren, stellte der Hexe den Zusammenhang her. Es war klar, dass der ungestaltete Fleischberg der Schlüssel war, um Ciri zu finden. Der letzte Wunsch. So. Das hässliche Endlein, Stufe 19. Die Hauptquest ist wieder... der letzte Wunsch, Stufe 15. Den machen wir jetzt mal. Und dann machen wir mal die Nebenaufgaben hier, bevor wir zurück nach Velen gehen. Mich juckt ja auch der Drache. Da müssen wir tatsächlich zurück nach Velen. Können wir gleich ein paar Fragezeichen mitnehmen, denn? Das hässliche Entlein. Aus unserem Dorf, unfruchtbare Hure. Das nennst du laut? Du hast heiligen Boden geschändet. Und? Die Götter werden dir niemals vergeben. Scher dich zum Teufel, Hexe. Du hast echt ein Talent, Freunde zu finden. Die haben mich provoziert. Mhm, hab ich gesehen. Du wolltest mit mir über etwas sprechen. Amos war Ipsis, ein Experte für Djinns. Schon mal von ihm gehört? In der kaiserlichen Bibliothek habe ich sein Buch gefunden. Er ist eines Tages nach Skellige aufgebrochen und wurde nie wieder gesehen. Ich habe ein paar Leute hier nach ihm gefragt. Manche erinnern sich noch an ihn. Warum interessiert er dich? Djinns können gefährlich sein und sind immer hinterhältig. Ich weiß, aber die Vorteile überwiegen das Risiko. Wenn ich einen Djinn zähmen kann, bedeutet das unglaubliche Macht. Das könnte uns eines Tages nützlich sein. Weißt du, wo du suchen musst? Nach dem Magier und dem Djinn? Die Leute hier sagen, sie hätten Amos Schiff zuletzt vor Hindasfjall gesehen. Kurz bevor ein Jahrhundertsturm losbrach. Dann werden wir sie kaum finden. Der Magier ist jetzt sicher Fischfutter und der Djinn ist auf und davon. Nicht unbedingt. Und selbst wenn, ohne einen Beweis gebe ich nicht auf. Hilfst du mir? Ich kann dir kein Gold anbieten, aber ich werde dir auf ewig dankbar sein. Wenn das so ist, dann helfe ich dir eben. Ich danke dir. Im Hafen wartet ein Boot auf uns. Komm. Meinst du, du findest einen aus? Ah. Oh nein. Ich wollte eigentlich den Herr von Udvig jetzt machen. Wie ich sehe, hast du schon alles vorbereitet. Ja. Woher wusstest du, dass ich ja sagen würde? Ich wusste es nicht, aber ich wollte es riskieren. Muss ich aber kurz gedulden. Wie kann ich helfen? Bewegte Zeit. Zeig mir, was du hast. So, ich habe diese schicke Rüstung. Diese schicke Rüstung kann ich dir auch anbieten. Das Hemd behalte ich, die Hose darfst du haben. Alter, wir sind schon wieder... Wir haben schon wieder mega viel Kacke dabei. Wie viel hat er noch? 37. Habe ich noch was? Die geben ein bisschen mehr. Das Hemd, das möchte ich hier nicht verkaufen. Plunder habe ich doch bestimmt. So. Wiedersehen.
Machen wir auf jeden Fall mal den. Du voran. Und dann. Wenigstens einmal könntest du die Initiative ergreifen. Würdest du das denn zulassen? Das käme ganz drauf an. Gucken, wo sie jetzt mit uns hin will. Haben wir eigentlich jetzt auch hin, dass wir alles erledigt? Zwei Fragezeichen gibt es hier noch. Gut, die können wir uns später mal holen. Da oben haben wir noch den Turm. Der hier irgendwo war. Ah, hier noch viele Fragezeichen. Swarlark waren wir noch gar nicht. Und hier werden wir jetzt als nächstes hinfahren. Ach Moment, wo war denn hier diese komische... Die eiserne Jungfrau. Liebling der Götter, Herr von Ludwig. Meisterlicher Rüstungsschmied, wo war das? Nicht hier. Das war hier hinten irgendwo, ne? Ah, okay, auf Ludwig. Alles klar. Dann... Der letzte Wunsch. Komm, lass. Der Hafen ist nicht weit. Gestern auch gesoffen. Ich hab doch mit ihr gesprochen. Das Schiff mit dem Djinn ist irgendwo hier gesunken. Nicht gerade sehr präzise, die Spur. Ich wirke einen Zauber auf unser Boot. Dann wissen wir, ob unter uns irgendwelche Wracks liegen. Also gut, ran an die Arbeit. Was dagegen, wenn ich steuere? Hab ich denn eine Wahl? Nein. Super. Alles klar, dann wollen wir mal... Du darfst, Liebling. Du darfst. Achso, da stand was. Geralt, wie lange soll ich noch warten? Können ja, wir endlich los? Ich bin doch drauf. Alles klärchen. Jetzt kommen wir nicht mehr aufs Schiff, oder was? Die mich eigentlich alle verarschen. Steigst du jetzt ein, oder nicht? Nee, ich gehe lieber noch eine Runde schwimmen. So, ich bin auf deinem Scheißschiff. Soll ich mich da vorne hinsetzen? Alter, dein Ernst? Ich weiß nicht, ob die Sache mit dem Djinn so eine gute Idee ist. Wir haben schon einmal einen erwischt. Weißt du nicht mehr? Doch, klar. Rittersporn hat dabei fast seine Stimme verloren. Zum Glück hat dein Exorzismus sie gerettet. Das war sehr poetisch. Ja. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass die Beschwörung Hau ab und fick dich selbst bedeutet? Hättest du mal Fremdsprachen gelernt. Ziehst du mich jetzt den Rest meines Lebens damit auf? Natürlich. Dein letzter Wunsch hat dir genau das gesichert. Ich habe mir gewünscht, dass wir immer zusammenbleiben und nicht, dass du dich über jeden meiner Fehler lustig machst. Pass auf, was du dir wünschst. Und wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, musst du ihn mit allen Konsequenzen akzeptieren. Natürlich. Und was deine Fehler angeht, ich wüsste nicht, warum ich nicht darüber lachen sollte, wenn sie amüsant sind. Da ist irgendwas. Auf dem Grund. Hier ist es zu tief. Du kannst nicht so lange tauchen. Du unterschätzt mich. Andererseits, darum habe ich dich um Hilfe gebeten. Ich wirke einen Zauber. Er wird deinen Herzschlag für kurze Zeit verlangsamen, damit du länger unter Wasser bleiben kannst. Esat ech krüde erythaun. Geschafft. Sei vorsichtig da unten. Alles klar, kann ich auch noch Schwertwall nehmen, um noch länger? Ich hab den Trank ja nicht umsonst. Schneesturm nicht. Verbessertes schwarzes Blut haben wir noch nicht einmal gebraucht, das schwarze Blut. Glaube ich. Doch, einmal haben wir es angewandt, aber... Hä, wo sind meine ganzen Tränke? Ertrunkenen Pheromone. Sporengift. Schwertwahl. Wie ist das Bad? Ist das Wasser warm genug?
Oh, kein One-Shot-Kill mehr. Und? Wie läuft's? Jen, ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest. Streng genommen tue ich das gar nicht. Ich nutze Telepathie. Außerdem hast du doch nichts zu verbergen, oder? Und falls doch, würde ich es bestimmt nicht zugeben. Siehst du irgendwas Interessantes? Ein Schiffswrack und eine Höhle. Da werde ich mal reinschauen. Sieht cool aus hier unten. Ich habe gar keine Luftanzeige, sehe ich gerade. Abgebrochene Masten, zerfetzte Planken und einen ganzen Schwarm Ertrunkener. Wahrscheinlich wurden sie von den Leichen der Besatzung angelockt und jetzt haben sie hier ihr Nest. Da ist auch eine Galionsfigur vom Clan Beaumont. Das ist das falsche Schiff. Komm wieder hoch. Vom Clan Brummond? Vollmond. Langschwert, Spickerboot, Zwergenschnaps. Interessiert mich. Ist das eine Bombe oder Mondstaub? Oder ist das ein Trank? Vollmond. Erhöht die maximale Vitalität. Ihr könnt ruhig ein bisschen schneller schwimmen, Geralt. Ich muss echt dieses doofe Headset-Kack updaten. Das ist gerade schon wieder ausge... Da hat schon wieder den Fehler gehabt. Chill mal, du scheiß Headset. Das habe ich gestern vergessen, das Update nochmal versuchen zu installieren. So, Geralt, jetzt ab aufs Schiff. Und wohin jetzt? Wo uns die Spur hinführt. Hm. Hast also doch eine Spur, ja? Und wenn wir den Djinn finden, was dann? Wünschst du dir ein schönes Haus, einen Palast und eine Krone? Reden wir noch immer über den Djinn oder sind wir jetzt bei einem sprechenden Fisch gelandet? Eigentlich ist das ja egal. Beide erfüllen Wünsche. Was sind deine? Das wirst du noch früh genug erfahren. Es wird stürmisch. Da ist etwas. Noch ein Wrack. Mal sehen, ob unser Djinn da unten ist. Ja, mal gucken. Hier ist ein Wrack. Es liegt schon eine Weile da. Das Holz ist morsch. Zieh dich um, aber pass auf. Such nach irgendwas, was es als das Schiff des Magiers identifizieren könnte. Oh, jetzt hänge ich da fest, oder was? Oh. War ich nicht nah genug dran. Alter, das ist richtig schwer, da nah genug ranzukommen, oder was? Der Schild eines Skelligers mit Symbolen vom Clan Haymay. Donas Clan. Dona hat noch in die Windeln geschissen, als dieser Schild hier gelandet ist. Hier ist was. Der Schild eines Skelligers mit Symbolen. Das nenne ich Kriegsbeute. Hast du den Djinn gefunden? Nein, aber dafür etwas, das für mich genauso wertvoll sein könnte, wie es der Djinn für dich ist. Eine Rüstung. Was ist das hier? Warum leuchtet das? Da oben ist was. Skelett. Jemand hat den Schädel mit einer Axt am Deck aufgespießt. Ein würdiger Tod für einen Skelliger. Das Abzeichen deutet auf Jen. Ich glaube nicht, dass eines dieser Boote dem Magier gehörte. Das sind alles gesunkene Langschiffe. Dann komm zurück. Wir müssen woanders. Hier ist das. Der Schild eines Skelligers mit Symbolen von Clan Haymay. Donas Clan. Dona hat in die Windeln geschissen, als dieser Schild hier gelandet ist. Das hatten wir doch schon.
Nochmal 300 Schritte, Alter, wo wollen wir hin? Wo sind wir denn mittlerweile? Oh. Ja, Jennifer, dann kannst du mit mir gleich die ganzen Fragezeichen hier abklappern. Wenn du schon schwimmst, Boot fährst. Es ginge noch schneller, wenn du mir hier unten helfen würdest. Ich hab lieber von hier oben alles im Blick. Ja, so wie damals, als wir den goldenen Drachen gesucht haben und eine Lawine uns erwischt hat. Als ich mich an den Überresten einer Brücke festgehalten habe und du an meinem Latz hingst und die Aussicht genossen hast, du erinnerst dich? Der Abgrund war wirklich atemberaubend. Die rauschenden Bäume, der Bach in der Tiefe. Ja, ich weiß noch. Aber was ich vor der Nase hatte, fand ich noch besser. Ah. Mit diesem Felsen da stimmt irgendwas nicht. Und da ist etwas am Grund. Ich sehe mir das mal an. Sehr interessant. Drei, zwei, eins, weiter. So, meine Damen und Herren, willkommen in einer neuen Folge hier auf hoher See bei Let's Play The Witcher 3, wo wir Yennefer gerade dabei helfen, einen Djinn zu finden. Ja, nachdem wir in der letzten Folge herausgefunden haben, dass Ciri vielleicht Uma sein könnte, dieses komische Krüppelwesen vom Roten Baron, was er da damals hatte, sind wir auf die Jagd nach einem Djinn gegangen als Nebenaufgabe. Und suchen jetzt danach. Da ist eine Sirene. Ja, und sind neue Hobbytaucher geworden, würde ich sagen. Siehst du irgendwas? Irgendwas wird dem nicht gerecht. Ein riesiger Krater, als wäre hier ein Meteorit eingeschlagen. Das muss ich sehen. Kommst du auch ins Wasser? Nein, ich wirke noch einen Zauber, damit ich mit deinen Augen sehen kann. Entspann dich. Eizu feite bei dem en echte Ilvaid. Ah, super, jetzt sehe ich alles verschwommen. Ein Meteoritenkrater. Was denn dann? Der Effekt einer Teleportation. Irgendeine Macht hat einen Teil des Meeresbodens samt Felsen und allem im Teleportationsbereich herausgeschnitten. Ich habe schon immer gesagt, Portale wären gefährlich. Ich Eizu feite bei dem en echte Ilvaid. Was war das denn jetzt? Kein Djinn in Sicht, aber hier ist was anderes, das dir gefallen dürfte. Nämlich? Ein halbes Siegel. Das ist gut. Komm wieder hoch. Ah, kehre zum Boot zurück. Oh, fuck. Still, du Mistvieh. Kleine Dema-Wettrune. Erwischt. Nobody fucks with me. Alter, wir sind ganz schön tief getaucht, oder? Die ist immer noch nicht oben. Alter. Da ist unser Schiff. Blub, blub. Wir haben auch einige Informationen über Yennefer und Geralt rausgekriegt. Zum Beispiel, dass Geralt sich von einem Djinn gewünscht hat, dass die beiden ewig zusammenbleiben. Das liest man aber, glaube ich, auch in irgendeinem Buch. Ich habe nur eine Hälfte gefunden. Kannst du damit was anfangen? Ich kann damit die andere Hälfte finden. Innerhalb von einem Dutzend Metern. Und sobald wir die haben, dürften wir auch den Djinn finden. Exakt. Bereit? Bei drei bringe ich uns dorthin. Nein, nicht noch ein Portal. Hör auf zu jammern. Eins, zwei...
Ja, wie hätte es auch anders sein können jetzt? Da ist der Endscreen. Ja, wird auch wieder Zeit. Es ist nämlich einiges passiert in der Folge. Und ich würde jetzt sagen, am Anfang der Folge habe ich absichtlich meinen Mund gehalten. Aber an der Stelle hatte ich nur vergessen, mein Mikrofon wieder einzuschalten. Nach der kleinen Pause. Ja, auf jeden Fall haben wir erfahren, was mit Skjall passiert ist. Und ich muss sagen, naja, passiert, wie er zu seinem Spitznamen kam. Er ist ja denn dadurch, er wollte ja seine Ehre wiederherstellen und ist in den Garten gegangen. Großer Fehler. Aber ich finde interessant, dass er Ciri gerettet hat. Und bin ihm dafür auch natürlich sehr dankbar in Geralts Namen. Aber viel interessanter ist, dass Ciri Uma sein könnte. Diese hässliche kleine Kreatur vom Baron. Ja, ist natürlich jetzt wichtig herauszufinden, wie das passiert ist und ob sie das wirklich ist. Das wissen wir ja noch nicht. Da werden wir mal prüfen, ob das der Fall ist. Und das werden wir hoffentlich in den nächsten Folgen herausfinden. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet in den nächsten Folgen. Zuseht, kommentiert und liked. Das wäre natürlich eine große Ehre für mich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, meine Freunde, kommt rein.